Joya, du besuchst das Sozialjahr. Warum machst du das? Ich mache das Soziallehrjahr, weil ich ein Zwischenjahr gesucht habe und weil ich einfach mal etwas Praktisches machen wollte. Nicht immer in der Schule sitzen und Tests schreiben und lernen, sondern einfach mal ein bisschen in eine Familie hineinschauen, ein bisschen etwas Handwerkliches machen und ein bisschen kochen lernen, was ich davor nicht konnte. Und jetzt kann ich es. Ja. Super. Aber es ist dein Grossvater Unternehmer, Paco, hättest du ja dort können arbeiten können, eigentlich, oder nicht? Ja, schon, aber es ist nicht so meins, so im Büro arbeiten und 8 Stunden am Tag still sitzen, das bin ich einfach nicht. Ich muss mich bewegen können, ich muss meine laute Klappe muss ich öffnen. Und nein, ich muss mich einfach bewegen können und ich muss etwas anderes machen, ich muss etwas erreichen am Tag. Und bei KV, ja. Du gehst noch zurück auf die International, machst noch die Matura, was machst du nachher? Nachher möchte ich ein Jahr Ferien machen und halt einfach Hallo? Arbeiten. Möchte ich einfach arbeiten und Geld verdienen und dann mit dem selben Geld möchte ich gerne die Welt erkundigen, möchte neue Länder bereisen und nachher möchte ich dann ein Studium in Langquart anfangen als Physiotherapeutin. Aha, und dort dann 4 Jahre lang studieren. Wir stehen jetzt kurz vor der Diplom-4. Ich muss jetzt mal schnell aufzoomen. Hinten oben ist der Ganze. Kannst du dir erinnern? Die Linda Fee hat mir mal gefragt, wie denn da das Glacé heisst, dort, wo da aufsteigt bei Zermatt. Weißt du, wie das Berg dort oben heisst? Dort oben? Ja. Ganze. Was ist denn speziell an dem Ganzen? Es hat ein Eisenbergwerk. Wow. Das haben wir vom Herrn Roth gelernt. Das ist unser Lehrer. Bist du schon mal da oben gewesen? Nein. Du bist aber wirklich sportlich, also du hättest noch eine schöne Leiter, du könntest aufsteigen. Also, schon? Ja, müsstest schon mal rauf, gell? Ja, ja. Mach ich es mal mit dem Herrn Roth. Und du bist ja sehr spontan. Du hast gesagt, machst du morgen einen Coiffeur-Termin ab. Also hast du es vorher nicht mehr geschafft, jetzt vor dem Diplom 4? Nein, es ist davor nicht mehr gegangen, weil ja, ich hatte noch Geburtstag und jetzt Diplom 4, ich musste noch arbeiten bis letzten Freitag. Ja, und Coiffeure sind halt auch manchmal ausgebucht. Gell? Und jetzt ist es halt einfach morgen. Ist auch gleich. Jetzt stehen wir eine halbe Stunde vor der Diplom 4, du schaust du relaxed hier auf einem, also sicher mindestens auf einem 10er, also mit Models über zu suchen. Ein 10er ist es mindestens. Ja, wow! Du, wie läuft sich das? Es läuft sich perfekt. Echt? Ja, ich bin vor den Stegen aber kein. Aber es ist kein Problem. Also ich habe es überlebt. Es ist ein bisschen gefährlich mit dem Umknicken, dass die Knöchel kaputt gehen. Aber ja, bis jetzt ist es ganz okay gegangen. Also ja, mal. Was hat dir das Sozialjahr vor allem gebracht, wenn du zurückblickst? Sozialjahr hat mir sehr viel eben Handwerkliches gebracht. Ich habe gelernt kochen und wie putzen. Vor allem habe ich gelernt nähen. Und ich habe sehr viel mitnehmen auch von der Familienpraktikum. Halt auch, wie ich mit Kind umgehe, wie ich Geduld kann haben mit Kind. Vor allem habe ich das auch vorher nicht so können, wie Geduld haben mit Kind. Das habe ich einfach nicht so können. Aber jetzt kann ich es und jetzt weiss ich auch, wie ein Baby wickeln und jetzt, jetzt weiss ich, wie der Haushalt läuft und jetzt weiss ich auch, was meine Mama das ganze Leben gemacht hat und jetzt merke ich, wie anstrengend das ist, aber es ist auch ganz schön. Auch ihr zwei habt Sozialjahr gemacht. Du links, du bist Flavia und rechts Michelle, gell? Ja, genau. Warum habt ihr Sozialjahr gemacht? Ich habe eine gute Zwischenlösung gesucht, weil ich letztes Jahr keine Lehrstelle hatte und ich würde sagen, es war eine mega gute Entscheidung. Das ist schwierig, gell, vermeiden, eine Lehrstelle bekommen. Gell? Da kannst du bewerben, mache ich Absagen über. Manchmal weißt du überhaupt nicht, warum und wieso. Also das macht damit man sich schon recht fertig, nicht? Ja, genau. Ich habe ein paar Absagen bekommen. Es hat mich auch recht, ist mir auch recht nahe gegangen. Aber wenn es immer geheißen hat, ja, es sei nicht persönlich gewesen oder genau. So. Aber ja. Was für einen Beruf hast du gesucht? Ich wollte Gestalterin Werbetechnik. Und ich kann nur das wollen. Oh je, das ist natürlich auch ein bisschen eine Stecknadel im Heuhaufen. Nicht? Genau, ja. Hast du jetzt etwas gefunden? Jetzt, genau, ja. Jetzt habe ich die Lehrstelle bekommen als Werbetechnik. Aber dann musst du schon sagen, dann bist du wirklich hervorragend. Gell? Also, dann kann das nicht bei dir liegen. Also, gibt es wirklich relativ wenig Lehrstellen auf diesem Bereich. Gell? Und so. Hast du irgendeinen Vorkurs noch gemacht? Zuerst? Nein, ich habe keinen Vorkurs gemacht. Und wo hast du die Lehrstelle bekommen? In Schaan bei der BVD. Ja, freust du dich drauf? He? Genau, ja. Michelle, wie ist es dir gegangen? Warum bist du da? Ja, ich bin auch da, weil ich halt keine Lehrstelle gefunden habe auf das Jahr 17. Und dann bin ich eben auf das Sozialjahr gekommen und jetzt habe ich zum Glück auch eine Lehrstelle gefunden. Was hast du für eine gefunden? Ich wollte schon als kleines Kind immer etwas mit Tieren machen und habe mich bei jedem Ort beworben und ist auch immer als Tierpflegerin? Ja, also tiermedizinische Praxisassistentin. Mein Gott, gibt es so 4 Jobs im ganzen Kanton, oder was? Ja, schon recht wenig, ja.
Und jetzt habe ich es zum Glück auch geschafft. Jetzt kann ich dann anfangen beim Schlegel in Sargans. Ja. Dann kennst du dich noch mit den Vögeln aus, gell? Ja, genau, ja. Der ist ja wirklich ein Vogelspezialist, ja. Gell? Und auch sehr ein umgänglicher Mensch, oder? Also ja. Er kennt sich wirklich sehr, sehr gut aus, eben bei einem ganz speziellen Viecher natürlich. So. Hast du schon mal können schauen, wie man so Vögelspreizung macht, wie man die Tiere anpackt? Ja, schon ein paar Mal haben können mithelfen und ja. Sehr interessant. Sozialjahr hat euch jetzt also eine Lehrstelle gebracht. Hat es euch noch etwas anderes gebracht? Also mir hat sicher auch noch viel gebracht für das Private, wenn ich dann auch mal älter bin und eine Familie habe, dass ich weiss, wie kochen und putzen und mit der Zeit das alles ein bisschen einplanen. Und ja, es war sehr interessant und hat mir viel gebraucht, ja. Ihr habt natürlich zwei sehr ausgefallene Berufe gewählt, aber generell stelle ich fest, dass Mädchen wirklich sehr viel Qualität herbringen und dann, wenn sie sich bewerben, wirklich auch viele Absagen bekommen. Wie ist es denn dir gegangen mit diesen Absagen, Michelle? Ja, ich war natürlich schon traurig gewesen, aber ich habe dann immer Fürsche geschaut und habe gedacht, irgendwann schaffe ich es auch, andere können es auch und dann kann ich doch wohl auch. Und habe mich einfach immer positiv, habe mit mir positiv geredet und habe gedacht, ich schaffe es. Und ja, viele haben gesagt, ja, mit den Tieren, das schaffst du nie, das ist viel zu schwierig und so wenig Lehrstellen überall. Und ich habe mich dann nie unterkriegen lassen, habe dann immer an mich selber geglaubt und meine Familie hat mich sehr unterstützt. Ja, Merlis, für mich bist du ein Urgestein. Also, was jetzt eben Sozialjahr und vor einem Bruderhaus betrifft, also, du bist ewig lang schon dabei. Du hast eine Kaufmenschausbildung gemacht, hast noch einen Haufen Kurs gemacht, hast dich weitergebildet, hast Coaching gemacht. Wie hast jetzt du die, was fast zwei Jahrzehnte so erlebt? Also sehr abwechslungsreich. Und mein Ziel war eigentlich immer, mit den Jugendlichen zusammen zu arbeiten. Die waren sehr offen und wenn man das Vertrauen gewonnen hat, dann haben wir eigentlich das Ziel, würde ich behaupten, meistens erreicht. Und hast du denen auch immer wieder Hoffnung gegeben? Wir haben jetzt ja Mädchen gehört, oder, die wirklich die Hoffnung fast aufgehend. Also wenn du im Coaching mit ihnen geredet hast, auf den Weg gegangen bist, hast du denen auch wieder Hoffnung gegeben? Ja, und es hat auch ab und zu Tränen gegeben und man musste wieder aufstellen und sagen, hey, du bist jemand, probier es noch mal. Und bis Ende Jahr haben wir es meistens geschafft. Und das sieht man jetzt auch dieses Jahr, dass es Söhne darunter hat, die wirklich nicht das Gefühl haben, sie finden etwas. Und die jetzt in den letzten paar Wochen doch noch eine Lehrstelle gefunden haben. Du bist eine Familienfrau, die voll im Leben steht. Also, du hast eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ich denke mir immer, die Papiere, die es jemand mal braucht, um eine Schule zu geben, um eine Coaching zu machen, ist eigentlich voll daneben. Das ist einfach meine Ansicht. Also, es braucht Leute, die in der Realität Fuß gefasst haben, die wirklich auch die Realität können vermitteln können. Wie siehst du das? Ja, ich denke, es braucht einfach ein gewisses Mitgefühl und Einfühlungsvermögen und einfach die Wahrnehmung. Weil wenn man sie wahrnimmt und das Vertrauen schenkt, dann geben sie einem sehr viel zurück. Und ich denke, es braucht immer wieder einen Anlauf, dass man auch mal sagt, hey, nimm jetzt vielleicht eine Hilfestellung an und probier es noch mal. Und dann am Schluss klappt es sicher. Und nur mit dem Papier, ja. Ja, da bin ich weiter äußern. Genau. Und wenn wir, das tun wir gerade beide gescheiter nicht. Aber wir haben es klar signalisiert, dass wir uns auch vorstellen können, dass wir es anders könnte umsetzen. Was wir hier immer wieder hören und sehen, wir stehen ganz kurz vor der Diplom-4. Es ist jetzt deine letzte Diplom-4. Was geht dir jetzt im Moment so durch den Kopf? Ja, es war eine spannende Zeit und eine bewegende. Ich habe sehr viel gelernt von den Jugendlichen und viele Erfahrungen können sammeln. Und ich denke, ich bin einfach auch im Geist fit geblieben und ich möchte einfach ohne unsere Jugendlichen wäre unsere Welt um einiges ärmer. Tut dir auch ein bisschen weh, gell, zum Aufhören. Ja, das ist auch richtig so. Und uns tut es allen ein bisschen weh, gell, wenn du da aufhörst. Du hast wirklich denen natürlich unglaublich viel mitgeben auf den Weg. Hat sich das ein bisschen verändert? Weißt, wenn du so denkst an deine Tätigkeit im Bruderhaus, dann nachher auch BCP Books und jetzt? Weißt, wegen Mädchen Arbeitslosigkeit zum Teil, wegen Schwierigkeiten, die Mädchen zum Lehrstuhl finden, hat sich deine Arbeit verändert? Ich denke nicht unbedingt. Das ist im Großen im Ganzen eigentlich gleich geblieben. Die Probleme sind immer noch die gleichen. Die Schwächeren haben nach wie vor mehr Mühe, um eine Lehrstelle zu finden. Und da würde ich sagen, das ist in etwa gleich geblieben. Es hat einfach von der Lehrstelle her, das KV hat nicht mehr so viele Stellen, die Pflegeberufe sind immer noch gefragt, die FAB sind gefragt, Kleinkindererzeugerinnen. Und da muss man manchmal einfach auch sagen, hey, such dir noch einen zweiten Beruf. Ja, genau. Und das hast du dann immer geschafft? Fast immer. Also der Markus und ich haben meistens unser Ziel gesetzt. Das kann ich mit gutem Gewissen sagen. Wir finden immer eine Lösung.
Gut, das setzen wir gleich mal zu Markus durch. Wir zoomen jetzt auf. So, Markus, mit der Merlis geht natürlich ein guter Geist ein Netzwerk verloren. Oder? Das müssen wir klar sehen, oder? Das ist eindeutig. Die Merlis hat so viel Erfahrung und so viel Herzblut und Engagement hineingesetzt, das kann man gar nicht ersetzen. Sozialjahr, eben das Bruderhaus ist dann irgendwann einmal einfach beerdigt worden. Das ist ja so unglaublich schade gefunden. Dann hat man das Sozialjahr gemacht. Man hat jetzt einen Haufen Auto, da, Verkehr und so weiter. Man sieht, das Interesse ist entsprechend, oder? Also, Sozialjahr habt ihr dann geschaffen. Das ist dann gleich wieder allen Unkenruf zum Trotz ein riesiger Erfolg geworden. Das habt ihr zwei eigentlich auf beigestellt, oder? Ja, man kann sagen, seit wir das neu aufgebaut haben, im 2014 haben wir eigentlich immer mehr Leute gehabt, als wir grundsätzlich könnten aufnehmen. Und das ist natürlich ein schöner Erfolg und zeigt auch, dass es ein Bedürfnis ist, nach wie vor, um so ein soziales Jahr zu machen, aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich ein Interview mache, aber das allererste Mal, dass so ein Verkehr ist während dem Interview, bevor er ein Diplom feiert. Das heisst, das Interesse zeigt sich jetzt hier einfach eindeutig, ist wirklich sehr, sehr gross. Wie viele Meilen lernen es dieses Jahr? Wir haben zu Beginn 39 und wir sind am alten Kinamel. Es ist also pumpenvoll, wenn dann da alle Gäste da sind. Es ist wirklich ein riesiges Interesse da von Praktikumsfamilien, von Praktikumsbetrieb, von der Familie, von den Schülern und so weiter. Und das Sozialjahr gibt es natürlich auch nächstes Jahr wieder, oder? Nächstes Jahr wird wieder gestartet, nach dem August, 13. August, mit der nächsten Ausgabe, genau. Und ihr habt unglaublich einen ganz hohen Anteil, eben eine sehr positive Abgangsquote. Also ihr findet eigentlich fast für alle immer etwas. Das kann man sagen. Ich glaube, wir haben für alle jetzt auch praktische Lösungen aufgeleistet. Also es sieht wirklich gut aus. Und das ist wirklich auch unser Ziel, dass wir wirklich das erreichen, dass wir alle unterbringen, dass wir niemanden einfach hier hängen lassen. Das ist, glaube ich, schon unser Ehrgeiz. Dann hat jedes Mädchen irgendwie einen Parkplatz gefunden, wie jetzt auch die Besucherinnen und Besucher, die einen Parkplatz finden. Marlis, kannst du dich erinnern, was sind deine schönsten Erlebnisse, die du gehabt hast? Also meine schönsten Erlebnisse waren jeweils, wenn eine Schülerin nach langem Suchen eine Lehrstelle gefunden hat und gekommen ist und hat gesagt, wow, ich habe etwas. Ich habe mich meistens mit ihnen fast mehr gefreut, weil sie haben gesagt, Frau Bieslin, Sie haben ja noch mehr Freude wie ich. Und was auch schön war, ist die Zusammenarbeit mit allen Betrieben, mit den Sozialdienststellen. Das war eine riesige Vernetzung und all denen möchte ich eigentlich sehr herzlich Danke sagen. Und vor allem meinem Kollegen Markus, weil die Zusammenarbeit war einfach einmalig. Du machst es immer offiziell mit, aber so sagen wir mal, so im Hinterkopf, wenn man jetzt die, ja, möchte etwas fragen, würdest du jetzt nicht Nein sagen oder mal bei Psychik aufbauen? Und ich meine, du kannst gleich nicht Nein, ganz loslassen. Nein, da kann ich nicht Nein sagen, ja. Hans-Jürgen. Eben, gell? Du kannst da nicht loslassen, gell? Nein, es war ja mein Herzblut, ja, vor allem die Jugendlichen. Ja. Es ist natürlich wirklich immer sehr bewegend, gell, wenn es so viele Mädchen... Übrigens, gell, ein Bub ist dabei. Ein Bursch haben wir, ja. Ja, genau. Ist unglaublich, wenn so viele Mädchen wirklich nachher etwas gefunden haben. Ist schon eine bewegende Angelegenheit. Gell. Und es ist natürlich mehr, als was jetzt, sie da oben natürlich zeigen. Aber die Freude, dass sie da oben ausstrahlen, gell, auf dieser Bühne, wenn sie singen, wenn sie sich performen, wenn sie daher können mit dem Engagement, mit dem Enthusiasmus, auch mit dieser Lockerheit, das ist schon wirklich hervorragend. Nicht? Ja, da geht einem natürlich das Herz auf, das muss man schon sagen. Also, erstens mal dann, wenn sie uns sagen, dass sie die Lehrstelle haben oder wenn wir das miterleben können. Und natürlich jetzt auch hier auf der Bühne, das ist klar. Da sehen wir auch, man hat es auch gesehen heute Nachmittag bei der Probe, da haben sie wirklich den Plausch und freuen sich und das ist wunderschön, ja. Marlis, dein allerletzter Wunsch jetzt so für das Sozialjahr? Dass das nächste Jahr super weiterläuft und dass es einfach weiterhin so viele gute Jugendliche gibt. Ohne unsere Jugend wäre die Welt um einiges ärmer. Sie alle herzlich willkommen zum heutigen Abend. Liebe Schülerinnen, liebe Schüler. Ein weiteres Putzli-Teil in eurem Leben habt ihr erfolgreich gefunden. Ihr freut euch darüber und wir gratulieren euch ganz herzlich, dass ihr so viel Erfolg habt.
vorgestellt. Wie hast du dich so am ersten Tag gefühlt? Hast du dich unsicher gefühlt? Oder was sind so? Also ich war sehr nervös gewesen, aber ich hatte sehr nette Mitschülerinnen und Mitschüler. Die Nervosität hat sich sehr schnell geleitet. Karin, hast du auch schnell Schluss gefunden und ja, hast du schnell Freundinnen gefunden oder hat das eine Zeit gebraucht? Ja, also am Anfang war man noch ein bisschen schüch, weil man niemanden gekannt hat. Und nachher mit der Zeit hat man halt seine Kollegen gefunden. Ja. Lisa, war der zweite Schulblock anders gewesen als im ersten? Also ich hatte das Gefühl, dass man nicht mehr so gemischt Schule kennt. Und da war jede Klasse mehr für sich. Es hat auch mehr Konflikte gegeben, habe ich das Gefühl. Ja. Hanna, bist du denn froh, dass du jetzt in die Lehre kommst? Ja, also ich bin echt froh, dass ich jetzt einen geregelten Alltag habe. Natürlich ist es ein bisschen blöd, es ist wahrscheinlich nicht mehr so locker wie im Sozialjahr. Und würdest du es wieder machen, wenn jetzt die Möglichkeit wieder dazu hättest? Ja, also ich würde auf jeden Fall am normalen 10. Schuljahr vorziehen, weil man halt auch mega viel fürs Leben lernt. Lisa und Natalina, wie haben es denn ihr zwei im Praktikum gehabt? Was waren eure Aufgaben gewesen? Also im Familienpraktikum hat man viel mit den Kindern gemacht, man hat im Haushalt geholfen und ja. Und im Betriebspraktikum? Im Betriebspraktikum bin ich eine Zeit lang in England gewesen und die zweite Hälfte auch in der Familie. Also ich war im Betrieb, wo ich noch eine Lehrstelle hatte. Und mir hat es mega gefallen und ich denke, es bringt mir dann auch viel für die Lehre, dass man nicht gross einschaffen muss, sondern mich dann eher auf die Schule konzentrieren kann. Und jetzt an euch alle, wie habt ihr euch irgendwie verändert oder habt ihr das Gefühl, ihr seid reifer geworden oder seid ihr noch genau gleich wie vor einem Jahr oder wie sind so ein bisschen eure... Also ich habe das Gefühl, ich bin reifer geworden und auch selbstbewusster und ich habe neue Kollegen kennengelernt, das ist auch schön. Ja, also sicher reifer und offen gegenüber anderen Menschen. Also ich bin selbstbewusster geworden. Ja, ich habe angefangen, für meine Meinung einzustehen. Man lernt viel mehr im Leben zu schätzen, wie vorher. Und Natalina, die letzte Frage. Verdient man überhaupt etwas im Soziallehrjahr? Ja, im ersten Praktikum verdient man 300 und im zweiten 350. Danke vielmals für eure Zeit. Ich hoffe, es hat auch euch irgendwie Fragen beantwortet. Und sonst sind wir ja dann noch da, um noch mehr Fragen zu stellen. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, geschätzte Gäste, kurze Rede hat es geheissen, ich halte mich daran halten. Es ist auch relativ warm hier drin. Uns von der Schulleitung ist es ein grosses Anliegen, Danke zu sagen. Danke allen, die beigetragen haben, dass wir das Jahr gut über die Bühne gebracht haben. Namentlich sind das Teams von der Kinder- und Jugendhilfsagenz, von der Berufsberatungen, das ganze Land, Werdenberg, Rital, Fürstentum, Liechtenstein, der Gemeinde Sarganz, vertreten heute durch Hans Bertsch. Dann aber besonders auch allen unseren Lehrkräften und Dozenten, den Mitgliedern des Vereins und den Gründern und Sponsoren des Vereins SSJ und dem Vorstand des SSJ vom Verein. Besten Dank jetzt schon voraus der Hobbyköch für den Apro, der hier bereits parat ist, den Sie heute Nachmittag vorbereitet haben. Und dann auch am Team vom alten Kino in Melz, dass wir die Räumlichkeiten hier nutzen. Eine Person möchte ich jetzt speziell Danke sagen. Weil Marlies Biesling ist seit Jahrzehnten, kann man fast sagen, aber so alt ist sie jetzt gleich noch nicht, seit Jahren ist sie im Sozialjahr dabei, wo es angefangen hat mit der Fax damals, dann beim Kanton und jetzt die letzten Jahre beim privaten SSJ.
Marlies Beichlin war seit dem Neustart 2014 Schulleiter und sie ja, hat das mitgeprägt während dem ganzen Jahr. Auszeichnet hat Marlies Beichlin ihr Engagement, ihr Herzblut für die Jungen. Und das ist nämlich das Wichtigste daran. Und das hat sie immer im Mittelpunkt gestellt, nämlich die Arbeit mit den Jungen, mit euch und mit vielen, vielen Dutzenden, Hunderten anderen jungen Menschen, die sie auf dem Weg begleitet hat. Und für das, Marlies, möchte ich dich jetzt auf die Bühne bitten. Für das gibt es nämlich einen Blumenstrauß. Und bei SRF 3, bei der Sendung «Jeder Appenzelt» hat die Moderatorin jedes Mal, wenn etwas im Schlitz drin ist, ein Spenn, hat sie gesagt, danke 1000. Das langt nicht für Marlies Beichlin. Danke 10'000, langt nicht. Ich sage, danke 100'000 Mal für alles. Unterstützt und begleitet haben, ganz herzlich Danke sagen. Es war keine Selbstverständlichkeit gewesen, und ich glaube, wir sind einfach als Team, am Schluss haben wir für jeden Jugendlichen eine Lösung gefunden. Am meisten am Herzen sind wir über all die Jahrzehnte die Jugendlichen gelegen. Durch euch konnte ich ganz viel lernen und Erfahrungen sammeln und bin um viele Weisheiten reicher geworden. Zum Schluss möchte ich natürlich auch meinem Kollegen Markus Danke sagen. Unsere Zusammenarbeit war einfach ungeheuer schön und ich werde sie nie missen und ich werde sie auch nie vergessen. Das wäre es. Danke vielmals an alle. Respekt, ich kann etwas. Ich bin jemand. Erst wenn man vor sich selber Respekt hat, kann man anderen Menschen auch Respekt gegenüberbringen. Respekt heisst, Hilfe annehmen, Respekt heisst Dankbarkeit gegenüber anderen, Respekt heisst auch von anderen lernen. Und das wünsche ich euch, dass ihr Leute begegnet in euren nächsten Schritt, die respektvoll mit euch umgehen. Ich glaube, wenn das passiert, dann geht ihr ebenfalls respektvoll mit anderen Menschen um. Jetzt habe ich noch ein paar Sachen auf dem Zettel, aber gestern habe ich den Fußballmatch gesehen, jetzt muss ich das fortwerfen. Ich werde noch zwei Sachen von dem Fußballmatch mitgeben. Schweizer. Im Russland, an der WM. Bitte, bitte, bringt in euren Arbeitsalltag Leidenschaft und Emotionen. Wir sind hin und her, wir alle und Geschiebe. Könnt Emotionen bringen, in jedem Tag, den ihr arbeitet. Und einer der Schlüsselspieler hat gesagt, er ist stolz auf die Mannschaft. Wir sind alle stolz auf euch, das stimmt. Und dann hat er gesagt, grundsätzlich ist er zufrieden mit der ganzen WM. Sind nie zufrieden mit dem Minimalziel. Wachsen über euch raus. Probiert mehr zu erreichen. Probiert eure Qualitäten, die ihr nämlich habt, probiert die rauszukitzeln und immer, immer mehr zu machen. Und dann werdet ihr erfolgreich sein. Und dann bin ich überzeugt, dann werdet ihr auch ein zufriedenes Leben geniessen können. Und um das geht es nämlich. Besten Dank. Wie hast du gegen alle vier Kinder können wir anvertrauen? Es ist eigentlich kein. Ich habe mir da keine Sorgen gemacht, meine vier Kinder zu übergeben. Das, was mir wichtig ist, dass ich spüre, ob du meine Kinder spürst oder die Praktikantin, die dann da ist. Ja, das ist für mich wichtig gewesen. Und ich habe dann gemerkt, dass du das Feeling hast, dass du spürst, wenn es jetzt einem Kind nicht gut geht oder wenn es sich weh gemacht hat, dass du dort dann wirklich auch darauf eingehst. Ja, das ist eigentlich für mich das Wichtige gewesen und dementsprechend. Am Anfang bist du, glaube ich, sowieso auch erst nur mit zwei Kindern allein gewesen. Und dann am Schluss, nach ein paar Mal, bist du dann mit allen vier allein gewesen. Ja, nein, das ist eigentlich, eben, du bist so eine Liebe gewesen und dann habe ich schon gewusst, dass das schon gibt. Patricia Stauffacher. Giovanna Kovacevic. Selina Kral.
Lisa Maria Köppel. Delfina Castrati. Florina Schwenk. Michelle Huber. Rafaela Maxfield.